Zum ersten Mal fand am 1. September-Wochenende der Berlin-Cup der Rollstuhlfechter statt. 9 Teilnehmer wollten sich das neue Turnier nicht entgehen lassen und kämpften in einer Gruppenphase um die Startplätze für das anschließende K.O.-System. Auch der Bundestrainer Alexander Bonder schaute vorbei. Den ersten Berliner-Cup sehe ich das erstens als Training. Die Bedingungen hier ist natürlich super, super Top-Halle, viel Platz. Was natürlich in Zukunft wir machen, besser machen können, dass wir ein bisschen mehr Teilnehmer hier bekommen. Aber sonst für erster Anfang finde ich das sehr, sehr, sehr gut. Und ich hoffe, dass einfach nächstes Jahr man bekommt ein bisschen mehr Fechter hier aus Berlin, dass wir das schön inklusiv fechten können. Das Turnier bot nicht nur für die Teilnehmer einen spannenden Tag, auch für Zuschauer war an Unterhaltung in Berlin-Karow gesorgt und somit konnten Interessierte die ersten Schritte am Degen erlernen. Nachdem in der Gruppenphase die Plätze für die K.O.-Phase ausgekämpft wurden, zeigte sich der Turnierfavorit Balwinder Kema in guter Form und konnte ins Halbfinale einziehen. Dort traf der 9-Platzierte der Paralympics von Rio auf den Lokalmatador Steffen Nordmann. Der Berliner hatte dieses Jahr bisher nur an 2 Turnieren teilgenommen und konnte sich dennoch überraschend gegen Kema durchsetzen. Im Finale wartete dann Asad Abbasov, der sich ebenfalls in sehr guter Form präsentierte. Denn er ließ Nordmann im Finale keine Chance und gewann mit dem Degen überraschend deutlich die erste Ausgabe des Berlin Cups. Trotz der Niederlage zeigte sich der zweitplatzierte Nordmann aber sehr zufrieden. Ich bin mit der Leistung eigentlich recht gut zufrieden. Ich habe davor ein bisschen wenig Degen trainiert, also mit die Waffe Degen trainiert. Es war eigentlich geplant, dass wir 2 Waffen fechten, haben wir von der Zeit her nicht geschafft. Aber mit dem Degen, den ich wieder ein bisschen wenig trainiert habe, so bin ich trotzdem mit der Leistung sehr zufrieden.